Ihr Erfolg beruht darauf, komplizierte Dinge zu durchdringen und ganz einfach und verständlich zu erklären. Das machen Sie ja auch mit diesen Dialogen mit Ihrem Sohn beispielsweise. Können Sie uns bitte das EU-Finanzsystem erklären? Warum ist es bedroht und was könnte es retten? Das Finanzsystem ist bedroht, weil die Staaten überschuldet sind. Die Staaten sind deswegen überschuldet, weil sehr viele Leute in diesen Ländern keine Steuern zahlen. Das heißt, die ganz reichen Leute in Europa zahlen keine Steuern und spekulieren mit diesem Geld. Auf diesem Geld werden ebenfalls keine vernünftigen Steuern erhoben. Und da ist solches ein Kreislauf in Gang gekommen. Der ist dafür sorgt, dass heute die zehnfache Menge des Geldes in der Welt gehandelt wird, gegenüber der, die real vorhanden ist. Und jetzt müssen wir sehen, dass wir dieses System demokratisieren und die Macht der Finanzmärkte brechen. Das ganze System muss reguliert werden, sonst fliegt es uns in Kürze um die Ohren. Das heißt, wir müssen die Reichen einfangen und ihnen per Steuer ein bisschen Geld wegnehmen. Ja, was aber sehr schwierig ist, denn der größte Teil dessen, was heute an internationalen Finanzgeschäften passiert, passiert nicht an den Börsen, sondern im Shadow Banking oder im Dark Trade. Das bedeutet, anonym werden für viele Millionen bis hin zu Milliardengrößen Geldsummen verschoben von anonymen Käufern an anonyme Verkäufer und das können sie nicht besteuern. Deswegen ist jeder Versuch, die Finanzmärkte nach den gegenwärtigen Spielregeln zu besteuern, zum Scheitern verurteilt. Haben Sie eine Idee, wie man rankommen könnte an das Geld, was da in den Tiefen geheim verschoben wird? Ich fürchte, es gibt nur die Möglichkeit, den nächsten Kollaps abzuwarten, weil dann ist es sowieso weg.